So, liebe Teile und Community, guckt euch mal das Wetter draußen an. Es schüttet und gießt und passend zu diesem richtig miesen Wetter gab es vor ein paar wenigen Minuten, und das wollen wir traurigerweise mit euch hier relativ zeitnah teilen, eine very, very bad news in Thailand. Ne? Mai hat mir das gerade vor 20 Minuten berichtet. Vielleicht sind auch einige von euch schon im Bilde. Ich denke mal, in den thailändischen Nachrichten wird das in den nächsten Minuten hoch und runter laufen. Und das ist natürlich eine Meldung, die definitiv auch überall auf der Welt berichtet wird. Leider, gerade wenn es um so ein Thema wie Amoklauf, sowas passiert ja leider in den letzten Jahren häufiger mal. Ob in den USA oder in Thailand, gab es ja vor 3 Jahren hier in dieser einen Shopping Mall in Isan auch jemand, der da amok gelaufen ist und sich rumgeschossen hat. What happened? That we said, ne? Yes. One guy killing people. Small kids, ne? Yes. That we said. Kindergarten. Ne? Also im Endeffekt ist es so gewesen, ehemaliger Polizist, ne? Wir blenden hier auch mal ein paar so Sachen ein. Was wahrscheinlich die Gründe waren, obwohl für sowas gibt es eigentlich gar keine Gründe, aber was wahrscheinlich die Ursachen waren, quatschen wir gleich nochmal drüber. Ich habe nur mal ein bisschen so eingelesen, was es überhaupt so an Nachrichten gibt. Und on which place you say in the north, northeast from Isan, ne? Nordosten Isan. Isan, Nong Bua Lumpur. The city name. City name. Nong Bua Lumpur. Okay, wir blenden das hier nochmal ein, weil ich hätte das nicht so aussprechen können. Und how old was the guy? 4 years old, ne? I'm looking in the news. Yeah, not really young. Very young, 34 Jahre alt. Ja, und das Traurige ist im Endeffekt, er ist in einen kleinen Kindergarten reinmarschiert. How many people died? Oh, now maybe over than 30. 30, ne? Das ist ja auch immer so, wenn diese News relativ frisch sind, kann sich das ja mit der Opferzahl immer ändern. Und naja, ist keine Schule gewesen, ist sogar ein Kindergarten gewesen, ganz kleine Kinder. Sprich, im Endeffekt, der überwiegende Teil, also genau, das weiß man noch nicht. Wie gesagt, ich werde unter diesem Video auch ein paar Links reinpacken. Leider aktuell in Englisch, aber mit Google könnt ihr euch das auch, wenn ihr das nicht lesen könnt, ganz leicht ins Deutsche übersetzen. Also aktuelle Zahl sind halt gut 30 Opfer. Er ist dann geflüchtet und dann wird es nochmal mehr traurig. Er hat selber ein kleines Kind, have little kid, ne? Yeah. Eine Daughter? You don't know. Yeah. Ne? Kleine Tochter gehabt und Frau zu Hause. Okay. Facebook forward ist, ne? Yeah. Ja, baby, wer. Crazy. Ja, gerade obwohl man diese Menschen nicht kennt, ich denke mal, sowas betrifft einen immer selber. Man ist so sehr schockiert und gerade einmal mehr, wenn gerade Kinder betroffen sind, yeah, die eigentlich das ganze Leben. The guys say 30 people. Only this girl, not people killing. Oh. In the room. Oh, very small. Yeah, she. Only one girl. Ja, weiß nicht, ob man das sehen kann. So kleine Kinder und das. Dieses kleine Mädchen ist die einzigste, die von den kleinen Kindern 30, überlebt hat. 30 little girl in the room. Ja. Only this 30. Girl, no die, not die. Ja, okay. Und wie gesagt, dann ist er nach Hause gefahren, hat leider seine kleine Tochter und seine Frau erschossen und dann sich selber. Ne? Und was man im Internet auch lesen kann, ob das jetzt alleinige Ursache war, keine Ahnung. She will be lucky only alone. Another die, complete. Ja. No, when I see that, I want crying. Ah, das ist wie krank. Ich sag's ja auch häufig in meinen Videos. Manche Menschen sind einfach nur krank. Und wir brauchen uns auch nicht wundern, dass wir in einer immer krankeren Welt leben, dass immer mehr kranke Menschen gibt. Echt, Leute. Sorry. Krass. Ja, auf jeden Fall. Das könnt ihr auch nochmal in den Artikel nachlesen. Ist dann leider nur in Englisch. Im Endeffekt, ehemaliger Police Cop hier in Thailand. Warum ehemalig? Es ist halt so gewesen, dass bei einer Standarduntersuchung halt bei ihm Drogen im Blut gefunden worden und er deswegen halt auch vor Gericht, stand wohl noch bei ihm an, ein Gerichtstermin, aber er ist wohl vom Dienst entlassen worden wegen Drogen halt im Körper oder wie auch immer. Das ist das Einzige, was man lesen kann. Und
Also ich bezweifle, dass das ein alleine Ursache ist. Wahrscheinlich keine Ahnung wie. With friend together, 30 kids together. Man darf, man darf da gar nicht zu nah drüber nachdenken. Das ist echt sehr, sehr traurig. Ja, wie gesagt, das wollten wir euch auf diesem Channel mit euch teilen. Diese traurige Nachricht, passend wohl. Dagegen ist das Wetter noch wunderschön, auch wenn es die ganze Zeit regnet, wenn man das mit so einer Nachricht vergleicht. Ja. Oh, no. Hier ist so ein Bild online, wo wirklich, na, das muss man, glaube ich, auch nicht. Das wundert mich, dass so ein Bild bei Facebook veröffentlicht. I'm wondering that the people let this picture by Facebook. They crawled a little bit. Yeah, but, very bad. Alter. Ah, this one. He killed himself. Yeah. This is the guy is killed people. Also das wundert mich gerade. Facebook zensiert ja immer jeden Blödsinn und dass sowas bei Facebook zu... Ja. Killed himself. Ah, son, not daughter, son. Son and wife. Okay. Seine Tochter hat einen Sohn. Ja, wie gesagt, soll nur ein Infovideo sein. Wir wollten das mit euch teilen. Wir wollen es nicht künstlich in die Länge ziehen. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich, auch abgesehen von dem Video, hättet ihr das überall wahrscheinlich mitbekommen, weil sowas Grausames und Schreckliches findet dann meistens auch über die Nachrichten überall in jeder Ecke der Welt. Wir wünschen euch trotzdem noch einen schönen Tag und für die Angehörigen, we pray for the family, ne? Weil ich denke mal, eigentlich, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn irgendwie Eltern ein Kind verlieren oder so. Also ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen. Na gut, alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal auf dem Channel von Shorty Thailand. Macht's gut. Abschalten. Wie gesagt, Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit einem hoffentlich freundlichen und positiven Video. Ciao.